Heute handelt es sich um eine große Schicksalsfrage der Republik Österreich. Bürgermeister Karl Seitz spricht davon, dass es um soziale Gerechtigkeit geht. Vor 100 Jahren, am 4. Mai 1919, hat die erste freie, gleiche und geheime Wahl in unserer Heimatstadt Wien begonnen. Und begonnen hat auch die Erfolgsgeschichte des Roten Wien. Wir wollen uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie es möglich war, dass Kinder im Zeitungspapier geboren worden sind. Deshalb sehen wir Kinder im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Und ein kostenfreier Kindergarten, den es in dieser Form in keiner anderen Stadt gibt, soll nicht eine Aufbewahrungsstätte für Kinder sein, sondern der Start in das Bildungssystem. Es sollen Talente gefördert werden und allen Kindern entsprechend ihren Vorstellungen der erste Schritt ins Leben erleichtert werden. In diesen 100 Jahren ist viel geschehen. Wir haben vieles gemeinsam gemeistert und ich möchte mich bei allen Wienerinnen und Wienern dafür bedanken, dass wir die lebenswerteste Stadt weltweit sind. Aber es kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Packen wir es an. Freundschaft, Glück auf!